Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich darf Sie wieder zu unserem wöchentlichen Glaubensimpuls aus dem Kloster Stiepel begrüßen. Heute möchte ich mit Ihnen über unsere christlichen Gedenktage in unserem Leben nachdenken. Jeder von uns feiert gerne seinen Geburtstag. Es ist ein Tag, an dem wir Gott und unseren Eltern danken, dass wir in dieses irdische Leben getreten sind. Aber neben diesem Geburtstag gibt es noch viele andere Tage, die Markierungspunkte in unserem Leben darstellen. Zunächst unseres Geburtstages wäre da wohl unser Tauftag zu nennen. Wissen Sie, Ihren Tauftag? Eigentlich auch ein wichtiger Tag, denn nicht nur das Irdische, auch das Leben der Gnade ist es wert, dass wir daran denken und diesen Tag, vielleicht wenn auch in Stille, aber doch in Dankbarkeit verbringen. Nach dem Tauftag wäre da auch noch der Namenstag zu nennen. In Bayern und in Österreich und andernwärts wird dieser Tag sehr oft noch sehr gerne neben dem Geburtstag oder auch anstelle des Geburtstages begangen. Denn an unserem Namenstag gedenken wir unseres Namenspatrons. Kennen Sie Ihren Namenspatron? Unsere Eltern haben einen Namen für uns ausgesucht. Und mit diesem Namen verbindet sich meist auch ein Heiliger. Denken wir an die heiligen Apostel, denken wir an die Namen Michael, Gabriel und Raphael, die drei Erzengel. Alle Heiligen feiern an je ihrem eigenen Tag ihr Gedächtnis. Und der Namenspatron ist unser Lebensbegleiter. Er kann uns Vorbild sein durch sein Leben. Er kann uns Fürbitter sein, wenn wir glauben, dass er uns auf unserem Lebensweg begleitet und auch am Throne Gottes für uns Fürsprache einlegt in all den Anliegen unseres Lebens. Dann wäre auch noch unser Firmtag zu bedenken. Denn an dem Tag, da die Taufe in uns vollendet wird, am Tag der Firmung, an dem wir sozusagen christlich großjährig werden, können wir Gott ebenfalls danken. Eheleute begehen meist ihren Hochzeitstag, den 25., den 50. und höhere Hochzeitstage pflegt man meist auch ausgezeichnet zu feiern, indem man Gott in der Kirche dankt. Auch das wird leider immer seltener. Für uns Ordensleute kommen noch andere Tage dazu, unser Ordensnamenstag, denn bei der Einkleidung bekommen wir einen zweiten Namenspatron verliehen. Es ist nicht so, dass er den Taufnamenspatron verdrängen sollte, aber er steht uns mit ihm gemeinsam zur Seite und bittet bei Gott für uns. Dann feiern wir Ordensleute den Tag unserer Gelübdeablegung, den Professtag und wenn wir Priester sind, auch den Tag unserer Priesterweihe. All das sind geistliche Gedenktage, an denen wir innehalten können, an denen wir Gott für all das, was innerhalb eines Jahres geschieht und geschehen ist, auch danken können und ihn bitten können, dass er uns für das Schwere, das uns begegnet, immer wieder durch die Gnade der Sakramente stärkt. Vertrauen wir darauf, wir haben große Freunde und Fürsprecher im Himmel, die uns auf diesem irdischen Lebensweg, auf diesem irdischen Pilgerweg begleiten. Schauen Sie einmal nach, auf der Taufurkunde oder im Stammbuch, wann Sie getauft worden sind. Schauen Sie einmal nach, vielleicht im Internet, was Ihr Namenspatron, Ihre Namenspatronin so für ein besonderer Mensch gewesen ist. So wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag. Bleiben Sie behütet.